Und willkommen zurück. Ich bin die Uka und wir spielen immer noch Fahrenheit. The Plot thickens, der Plot verdichtet sich. Wir sind mittlerweile mehrere Schritte weiter. Wir wissen von Quäschnitlan. Wir haben rausgefunden, dass es sich um ein Maya-Ritual handelt. Und wir wissen jetzt, wer dieser Typ, der uns mit diesem Zauber, Ritualzauber belegt hat, ist. Das ist das Orakel. Und das Orakel sucht ein Kind, vermutlich. Sucht auf jeden Fall die Antwort auf alle Fragen. Wir sind mit Lucas an diesem unbekannten Ort, nachdem wir das Orakel gesehen hatten. Ob das nur ein Traum war oder was das war, wissen wir nicht, aber wir wachen hier auf. Irgendwo im Dschungel. Allem Anschein nach. Da bist du ja. Ich wollte dich schon lange treffen. Nur wenige Menschen halten einem Orakel stand. Was ist an dir bloß so anders? Ja, wir haben das Orakel gefunden. Das Chroma. Du hast das Chroma. Das erklärt manches. Wie konntest du solche Macht erlangen? Sei es drum. Eins ist sicher. Deine Zeit. Das Chroma? Was ist das? Die Kraft, die das Universum erschuf. Der Ursprung von allem. Die, die es besitzen, haben erstaunliche Fähigkeiten. Wieso ich? Warum gerade ich? Reiner Zufall. Der Vollstrecker wird stets zufällig gewählt. Es sollte dir eine große Ehre sein, Quäschnitlan dienen zu dürfen. Genauso, wie es der Professor gesagt hat. Genug. Ich habe Wichtigeres zu tun. Wir werden uns wiedersehen. Aber im Jenseits. Kibintinakwintaone. Halt dich für ein Gerücht, mein Lieber. Auch wenn du da eine sehr schöne Miezekatze hast. Ja, ein Quicktime-Event reiht sich ans nächste. Auch ein großer Kritikpunkt, den viele gegen das Spiel vorbringen. Nicht ganz zu Unrecht, das muss ich sagen. Aber ich habe an sowas Spaß. Meistens zumindest, wenn die Steuerung funktioniert, machen sie mir Spaß. Ich kann aber auch verstehen, dass es vielen zu langatmig ist. Wobei ich hoffe, wenn man sie nur angucken muss, ist es vielleicht ein bisschen spannender. Immerhin kann man dann auch darauf achten, was tatsächlich auf dem Bildschirm passiert und ist nicht nur darauf konzentriert, diese Knöpfe zu drücken. Könnt ihr mir schreiben in die Kommentare, ob euch die Quicktime-Events auch stören oder nicht. Ob ihr euch gern darauf konzentriert, was auf dem Bildschirm passiert. Und ganz froh seid, dass ihr es nicht selber spielen müsst. Ich habe hier immer noch das eine Leben, das ich am Anfang, also ist das am Anfang vor einer Weile, hatte ich ja alles verloren, bis auf eins. Und ja, das ist natürlich jetzt mein treuer Begleiter. Das ist immer ein Standbild der anderen Art. Hm? Agatha! Hören Sie gut zu, Lukas. Die, die sich des Orakels bedienen, suchen ein kleines Mädchen. Eine vollkommen reine Seele, die nie Mensch geworden ist. Ihre Ankunft wurde von der ältesten Prophezeiung der Menschheit vorhergesagt. Sie ist es, die sie im Traum sehen. Sie müssen sie vor dem Orakel finden und in Sicherheit bringen. Schnell, die Zeit ist knapp und sie sind ihnen erneut auf der Spur. Genau, wir sehen also, was das Orakel und der Orange Clan vermutlich haben möchte. Wie Sie sich erahnen, sind wir verärgert. Sehr verärgert. Er entkam Ihnen erneut. Erst in diesem Museum. Schlechte Wahl, dieses Museum. Und dann in der Welle. Weit schlimmer. Dort haben Sie sich ihm offen gezeigt. Und völlig umsonst. Nun ja, gewisse Faktoren waren mir nicht bekannt, Gebieter. Welche Faktoren? Er besitzt das Chroma. Das kann nicht sein. Blödsinn. Wie sollte er das Chroma besitzen? Ein Rätsel. Aber ich weiß sicher, dass dem so ist. Deswegen widerstand er meinen psychischen Attacken und konnte
der Polizei entkommen. Dann müssen wir unsere Pläne vielleicht ändern. Das ist ärgerlich. Sehr sogar. Das ist nicht alles. Jemand hilft ihm. Was sagen Sie? Während Sie beide in der Welle waren? Ja, Gebieter. Jemand machte all meine Angriffe auf Kane zunichte und beschützte ihn. Einer unserer Leute? Wohl kaum. Nein. Es muss etwas anderes sein. Sein Chroma war anders. Ein anderer Clan? Unmöglich. Unser ist der letzte. Wir haben Rivalen. Die wie wir nach dem Indigo-Kind suchen. Sie dürfen das Kind nicht finden. Das wäre katastrophal. Verheerend. Kane arbeitet für Sie. Es sei denn, Sie benutzen ihn nur. Kane ist der Schlüssel. Er sieht durch unsere Augen. Er darf das Kind nicht finden. Sie müssen ihn ausschalten. Endgültig. Das habe ich bereits bedacht. Er wird endgültig ausgeschaltet. Schon bald. Enttäuschen Sie uns nicht. Sie können nun gehen. Ja, jetzt wissen wir nämlich auch, woher das Spiel den Untertitel Indigo Prophecy hat. Das Indigo-Kind müssen wir finden. Und der orangene Clan ist unter dem Indigo-Kind her, arbeitet mit dem Orakel zusammen. Das Orakel ist bei Markus. Wenn ich ihn nicht sofort warne, kommt jede Hilfe zu spät. Lass uns warten, Carla. Die Verstärkung muss gleich da sein. Glaubst du? Darauf warte ich nicht. Der Typ sagte, er sei in seinem Zimmer. Diesmal entkommt er mir nicht. Ja, bleibt nur zu hoffen, wohl dass der Typ sich nicht geirrt hat, als er Kanes Foto in der Zeitung sah. So kurzsichtig wie der ist, erkennt er nicht mal die eigene Mutter. Das erfahren wir gleich im Zimmer 369. Okay. Wir haben nicht lang Zeit. Wo ist denn das Telefon? Ach da. Wir rufen schnell bei Markus an. Retten ihn, warnen ihn. Das Orakel ist bei ihm. Geh dran, Markus. Geh dran. Und jetzt spielen wir Markus. Willkommen, mein Sohn. Der natürlich ans Telefon geht. Ich gehe nur schnell ans Telefon. Genau. Der Timer läuft natürlich im Hintergrund. Leute, wir sehen ihn jetzt zwar nicht mehr, aber er läuft, glaubt mir. Wo ist denn Markus beim Telefon? Wo ist es? Da ist es. St. Pauluskirche. Markus, er ist in der Kirche. Lass ihn nicht an dich rankommen. Lukas? Bist du es, Lukas? Was ist los? Das kann ich dir jetzt nicht erklären, Markus. Lauf zur Tür, schließ sie ab, leg alle Riegel vor. Ich flehe dich an, schnell! Tu, was ich sage. Ich bitte dich, Lukas. Jetzt mach schon, los! Zum Glück vertraut er uns noch so weit, vertraut er Lukas noch so weit, dass er hört. Okay, ich dachte, wir müssen zwei Türen abschließen. Aber es war wohl nur die eine. Okay, ich habe abgeschlossen. Aber jetzt erklär endlich, was los ist. Ruf die Polizei und komm nicht raus, bevor sie nicht da ist. Lukas? Wir haben Markus gerettet. 369. Hier ist's. Und verdammt. Die Polizisten haben unsere Zimmernummer gefunden. Keine Bewegung! Mal zum Glück muss ich da nichts zensieren. Entweder hat er sich verdammt verändert, oder er ist nicht unser Mann. Mist! Wie ist das denn möglich? Nur nicht aufregen. Das scheint ein Missverständnis zu sein. Tyler, ja. Es ist die falsche Tür. War die 366? Ja? Es muss noch ein anderes Zimmer Nummer 369 geben. Die 368? 370. Hä? Wollt ihr mich jetzt verarschen? Ich kann hier auch nicht mich umsehen. Das geht gerade nicht. Warum auch immer. 370. 368. Das? Das ist die falsche Zimmernummer. Nein. Sag mal, bin ich jetzt ganz blöd?
Da hinten war aber nichts mehr. Und dann höchstens vielleicht die Tür. Ah, okay. Scheint die Kurve gekratzt zu haben. Den krieg ich noch, Tyler. Glaub's mir. Los, gehen wir. Ja, herzlich willkommen bei meinem Let's Play zu Spider-Man. Vielleicht? Okay, wir rufen uns jetzt hier an. Hallo? Pizza Service? Du musst kommen! Sofort! Sie sagen, sie bringen mich sonst um! Ich bin am alten Rummelplatz! Bitte beeil dich! Sie. Jetzt wirst du wohl begreifen, dass ich es ernst meine. Also, beeil dich. Sie sind, während wir Marcus gerettet haben, zu Tiffany. Mittlerweile haben wir minus 26 Grad Celsius. Es ist wirklich verdammt kalt. Also, das ich gehe meinem Tod in. Kalt, ja. Alles, was ich seit dem Augenblick durchgemacht habe, indem ich jenes Restaurant betreten hatte, konnte nur hierauf hinauslaufen. Ich hatte keine Kraft mehr, noch länger zu kämpfen und mich ständig zu verstecken. Es war ihr vergebens. Es gab nur noch eins zu tun. Versuchen, Tiffanys Leben zu retten. Danach würde ich nicht länger gegen mein Schicksal ankämpfen. Lukas! Lukas, hilf mir! Okay, da haben wir wieder so eine Tiffany. Krähe. Sie ist oben auf der Achterbahn. Und das ist wieder ein Obdachloser. Nicht irgendeiner. Wenn wir uns erinnern an die allererste Folge, ist es tatsächlich der Obdachlose, der vor dem Diner saß und mit dem Carla sich unterhalten hat. Komisch. Lukas! Was macht der hier? Lukas, hilf mir! Ja, wir müssen auf die Achterbahn. Ich weiß noch gerade nicht mehr, wie wir da hochkommen. Müssen wir da nicht erst einen Wagen holen? Genau, wir müssen erst einen Wagen holen, glaube ich. Steigen. Lukas! Lukas, hilf mir! Irgendwie habe ich gerade Resident Evil 4 Flashbacks. Von Ashley und Leon. Help! Wobei ich sagen muss, Tiffany ist nicht ganz so nervig. Sie brüllt wenigstens nur im 10 Sekunden und nicht im 5 Sekunden Takt. So, dann sind wir oben angekommen. Wobei, zeig mir mal eine Achterbahn, die oben stoppt und du einfach so deinen Sicherheitsbügel entriegeln kannst. Das ist eine Falle. Das wussten wir doch, Tiffany, dass das eine Falle ist. Jetzt müssen wir hier rüber balancieren, das weiß ich noch. Genau, wir müssen L und R wieder drücken, um... Ja, Ups. Ich habe L gedrückt und hätte jetzt R drücken müssen. Offiziell lautete. Ja, wir machen einfach mal nochmal von der Stelle aus weiter. Ich schneide das jetzt nicht raus. Es sei denn, ich fail jetzt hier noch 20 Mal. Dann natürlich schon. Aber es ist quasi das gleiche wie mit der Atmung. Genau, wir müssen Lukas in der Mitte halten. Und das ist natürlich jetzt eine kleine Konzentrationssache. Der Cursor hier ziemlich schnell von links nach rechts und so zischt. Generell ziemliches Tempo drauf hat. Deswegen muss ich mich jetzt hier auch ein bisschen konzentrieren, weil ich euch ja nicht zum wiederholten Male den Game Over Screen zeigen möchte. Und es ist auch ein bisschen, ja, ne? Wenn ich hier erst groß angebe und sage, ich bin nicht schlecht in solchen Spielen und dann an einem Quicktime-Event, das ich nicht auf die Steuerung schieben kann, versage. Aber wir sind drüben, haben es geschafft, rüber zu balancieren und jetzt befreien wir Tiffany. Hoffentlich. Und gleich geht's Lukas wieder besser. Oh. Gute Fahrt ins Jenseits.
ganz ehrlich, der soll sich wirklich mal die Fingernägel schneiden, der Typ. Das ist ein bisschen enorm, diese Krallen, die der da hat. Ja. Und, wir haben jetzt hier die Wahl zwischen Lucas Kane an einem unbekannten Ort und dem Orakel an einem unbekannten Ort. Ich nehme das Orakel. Einfach, weil wir das bisher noch nicht spielen konnten. Gut. Sehr gut. Und jetzt müssen Sie so schnell wie möglich das Indigo-Kind finden. Die Zeit wird knapp. Die Visionen werden klarer und klarer. Ich habe Ihren Standort fast geortet. Dann machen Sie schnell. Die Zeit drängt. Das Kind darf uns nicht entwischen. Die Prophezeiung muss erfüllt werden. Sie können nun gehen. Sehr kurzes Kapitel, zugegeben, aber fertig, das war's. Wir wissen jetzt ein bisschen mehr. Jetzt brauchen wir nur noch warten, aber kaum sehr lange. Perfekt, es läuft alles genau nach Plan. Ich spüre ein weiteres Signal. Cerebrospinale Aktivität. Ich nehme an, er träumt. Und jetzt sind wir Lucas an einem unbekannten Ort, der mal wieder von seiner Kindheit träumt. Wir stehen aus dem Bett auf. Ach so, das habe ich ganz vergessen. Ich dachte... Wach auf, Markus, los geht's. Beeil dich, wir haben nicht viel Zeit. Bist du sicher, dass du dahin willst? Es könnte gefährlich sein. Du willst doch bestimmt auch wissen, was da drin ist, oder? Vielleicht finden wir ein außerirdisches Raumschiff oder das Grab eines alten Königs. Oder einen gefrorenen Riesendinosaurier? Und wenn's eine geheime Waffe zur Beherrschung der Welt ist? Jetzt aber vorwärts. Die Halle ist sicher gut bewacht. Wir sollten uns beeilen, sonst erwischen uns Mama und Papa noch. Okay. Wie Kinder halt so sind, die beiden schleichen sich weg und suchen irgendwas, wollen sich irgendwas anschauen. Immer noch auf der Militärbasis, wie es aussieht. Und wir müssen wieder mal ein bisschen sneaken. Ich weiß nicht mehr, ich weiß nur, wir mussten auf die Scheinwerfer aufpassen. Aber es ist ja schön, dass wir im Remaster wenigstens den Weg eingezeichnet haben, den wir gehen müssen. Ich glaube, das war vorher nicht unbedingt voll. Was zum Teufel habt ihr, um diese Zeit zu suchen? Macht, dass er nach Hause kommt. Ich bin doch aber so schnell durchgeschlichen, wie ich konnte. Okay, probieren wir es nochmal. Verrückt, Lukas. Nochmal lässt er uns nicht laufen. Ja, der lässt uns doch mal laufen. Wenn er erneut erwischt, stecken wir Prügel ein. Quatsch, wir stecken keine Prügel ein. Du willst, Markus. Ich versuch's nochmal. Ich beobachte das Ganze jetzt nochmal ein bisschen genauer. Ich dachte eigentlich, wir können da einfach so durchlaufen. Aber offenbar war dem nicht der Fall. Genau. Ich laufe jetzt einfach noch ein bisschen schneller. Ja, okay. Keine Bewegung oder was? Schieße. Nicht schießen, Sir. Wer hat mich denn jetzt gesehen? Oh, sind die Canes? Was zum Teufel habt ihr um diese Zeit? Ich denke jetzt sicher auch, was ist denn das für eine Gurke? Die Oka, die kann überhaupt nichts. Truth is, ich bin nicht gut, was so Schleichspiele und sowas angeht. Warum krabbelt ihr nicht einfach hier unten durch, Kinder, ha? Könnt ihr mir das mal sagen? Okay, Schnell. Und jetzt? Wo? Was? Wir sind jetzt da hinter der Treppe, okay. Und die drehen sich jetzt wahrscheinlich gleich weg. Die zwei, die da unten rechts eingeblendet werden. Oder nicht? Okay, bleiben die da jetzt stehen? Gehen die weg? Gucken die weg? Oder wie ist das vorgesehen hier? Die sehen mich doch da, wenn ich jetzt vorbeilaufe. Oder nicht? Ich probier's jetzt einfach. Keine Bewegung, ja eben, die sehen mich doch. Wie soll ich da durchkommen? Komisch. Also, hier kommt man mittlerweile ganz einfach durch, sag ich mal. Schön an den Rand, jetzt bin ich zu weit gelaufen. Oh Mann. Aber das ist keine Bewegung, oder ich schieße. Wir sind Kinder, okay? Man schießt nicht auf Kinder.
Auch nicht auf einer streng geheimen Militärbasis, ja? Das macht man einfach nicht. Also wir können hier bis zur Treppe. Okay, und dann? Der guckt doch jetzt gar nicht in meine Richtung. Das ist so komisch. Ah, müssen wir vielleicht darüber? Okay, vielleicht hinter den Stein durch? Nö, du hast kein Durchkommen. Okay. Vielleicht so, hier am Rand entlang. Dass die uns nicht sehen. Und dann vielleicht hier hinten durch. Moment, da ist, steht doch wieder einer. Da hinten steht doch wieder einer, wie ich gerade gesehen. Dann gehen wir halt hier vorne durch. Hm, wieder hier bis zur Treppe. Okay, wir kommen ein Stück weiter. Schnell verstecken. Ja, jetzt muss ich ja auch noch unter Zeitdruck agieren. Das geht ja mal gar nicht. Oh Gott, hoffentlich sieht er uns jetzt hier nicht. Wenn der jetzt hier um die Ecke biegt, haben wir natürlich ein Problem. Warum krabbeln die nicht wirklich einfach unter dem Haus durch? Hm? Okay, jetzt müssen wir raus können. Beweg dich, Markus, beweg dich. Was ist jetzt mit der Kamera passiert? Wo sind wir jetzt? Hallo? Kamera? Okay. Kommt dann gleich von links wieder der Strahler? Jawohl, die treffen sich in der Mitte. Wir können nicht weiter. Der Soldat blockiert den Weg. Okay. Einer von uns muss hinten rumschleichen, um zu sehen, wie er zum Gehen ist. Einer von uns. Ja, wer wohl, ne? Achso, ne, wir könnten tatsächlich jetzt... wir könnten jetzt tatsächlich auf... Markus wechseln. Ah! Oh Gott! Verdammt! Ich habe jetzt nur so auf die Wache geachtet, auf den Soldaten und habe nicht dran gedacht, dass hier vielleicht da die Strahler immer noch sein könnten. Okay, das heißt, einer muss jetzt da hinten durch, den Stein werfen. Das ist machbar. Das kriegen wir definitiv hin. Genau. Und dann... Schnell. Puh, okay, dann schleichen wir hier weiter. Und lenken den dann hier wieder irgendwie ab. Ich warte besser auf Lukas. Ja, wie... Ach, der hat sich jetzt... Der bleibt jetzt umgedreht. Oder dreht er sich wieder zurück? Ich warte jetzt schnell hier nicht, dass ich jetzt in dem Moment noch mit dem Strahler erfasst werde. Okay, und jetzt schnell durch. Schnell. Okay, wir haben ungefähr die Hälfte des Weges, würde ich sagen. Ein bisschen weniger vielleicht, aber das ist okay. Gut. Da ist wieder ein Soldat. Und jetzt? Um ungesehen zu der Halle zu gelangen, gibt's nur eins. Am Telefonmast hoch. Muss ich wieder klettern. Unmöglich. Der Mast steht genau im Sichtfeld der Wache. Ich weiß, aber das ist der einzige Weg. Hör zu. Ich versuche, seinen Blick woanders hinzulenken. Und du rennst und kletterst den Mast hoch. Ich versuche, dir möglichst viel Zeit zu verschaffen. Okay, aber wie kommst du rein? Ich warte zu Hause auf dich. Du erzählst mir alles, wenn du zurück bist. So wissen wir wenigstens, ob in der Halle wirklich eine fliegende Untertasse drin ist. Okay, wie sollen wir das jetzt machen hier? Ah, wir müssen gerade zurück. Zurück. Nee, oder wie? Was? Mir wird hier ein Kreuz angezeigt? Das Kreuz wird mir hier angezeigt. Warum wird mir hier ein Kreuz angezeigt? Ah, okay. Gut. So. Aber ich fürchte, wir müssen jetzt gleich wieder klettern. Deswegen werde ich schnell die Steuerung umstellen.
auf Maus und Tastatur. Und dann machen wir direkt weiter. Komm mit der Panzersteuerung nicht so gut klar, aber dafür klettert sich jetzt hier einfacher. Was hast du hier verloren? Genau, Markus wurde entdeckt. Katze, sie ist mir entlaufen. Sie saß auf dem Mülleimer, aber als ich sie packen wollte, entwischte sie mir. Du bist einer von den Canes, oder? Geh nach Hause, Junge. Du solltest um diese Zeit nicht alleine draußen bleiben. Und meine Katze, Sir? Die finden wir morgen. Jetzt gehst du erstmal nach Hause. Keine Bewegung oder ich schieße. Oh, muss man darauf auch noch gucken. Okay. Wir warten jetzt erstmal. Ich muss immer genau gucken, wohin. Okay, bis dahin. Wenn ich jetzt einfach schnell durchrobbe, müsste es reichen, oder nicht? Nein, reicht nicht. Scheiße. Keine Bewegung oder ich schieße. Okay. Dann krabbeln wir halt Schrittchen für Schrittchen vor. Dafür, dass das Spiel so unglaublich präzise Wünsche hat, ist die Steuerung verdammt unpräzise. Okay, und jetzt schnell rüber. Hier musst du wirklich, also quasi muss es Frame Perfect sein, weil sonst... Ja, ne? Habt ihr es gesehen? War ganz, ganz knapp. So, aber hier kann ich jetzt direkt weiter, das ist gut. Da krabbeln wir direkt weiter. Und bei dem können wir auch direkt weiter krabbeln. Das ist auch gut. Okay, jetzt müssen wir hier runter. Und ich stelle ganz schnell die Steuerung wieder um. Weil ich befürchte, ich muss jetzt hier mehr laufen und ich glaube, klettern muss ich nicht mehr. Genau. Okay, jetzt haben wir es fast geschafft. Einfach der Linie, der gelben Linie auf der Map folgen. Okay, ich war eigentlich volle Rotze drin. Zum Glück hat das Spiel jetzt mal zu meinen Gunsten hier gebackt. Das ist natürlich auch nicht schlecht. So, der Kegel kommt hier gleich wieder. Der geht hier einmal rum. Das heißt, da haben wir wirklich genug Zeit an der Stelle. Und da müssten wir angekommen sein. Da müssen wir rein. Das wollten wir uns angucken. Und wir müssen ja alles sehen. Wir müssen ja mal Markus auch davon erzählen. Verschlossene Türen, die ganzen Symbole gefallen mir jetzt gar nicht. Die ganze Atmosphäre und irgendwas hat er entdeckt. Irgendwas hat der kleine Lukas entdeckt. Als ich den Anruf erhielt, zögerte ich keine Sekunde. Ich erzählte niemandem davon, nicht mal Tyler. Alles, was ich wusste, war, dass ich zum Grab von Tiffany Harper kommen sollte, die am gleichen Morgen beigesetzt worden war. Lukas Kanes Ex-Freundin. Genau. An der Stelle möchte ich gerne wieder mal die Episode beenden. Ich freue mich, dass ihr zuschaut, immer noch, obwohl wir jetzt schon so weit mit dem Spiel sind, dass ihr die Lust nicht verloren habt und würde mich noch mehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei wärt. Ihr könnt mir gerne einen Kommentar da lassen, ihr könnt mich gerne abonnieren, stellt euch alles frei, müsst ihr nicht. Mich freut es einfach nur, wenn ihr zuschaut und bis dahin, ciao, ciao.